Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns den Boss Uro im Tempel von Ankerai an. Bei Uro dem Sandwurm handelt es sich um den letzten optionalen Boss. Wenn ihr uns supporten wollt, lasst doch super gerne einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Um keines unserer Videos mehr zu verpassen, aktiviert doch auch direkt die Glocke. Vielen herzlichen Dank. Der Bosskampf ist in zwei Phasen aufgeteilt. In Phase 1 bekämpft euch Uro sowohl von ober als auch von unter der Erde. In Phase 2 verfügt er über alle seine Fähigkeiten und geht in einen Enrage, welcher seine Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Schauen wir uns zunächst seine Fähigkeiten oberhalb der Erde an. Seine Hauptfähigkeit Feger ist eine Melee-Cleave-Attacke, bei welcher Tanks direkt wieder zurück an den Boss chargen müssen, um die Aggro zu halten. Sandstoß, seine gefährlichste Fähigkeit, trifft alle sich im 180-Grad-Winkel vor Uro befindlichen Spieler und richtet neben einem 5-Sekunden-Stun erheblichen Schaden an. Erschwerend hinzu kommt ein direkter Aggro-Reset der getroffenen Ziele. Unterhalb der Erde verfügt Uro neben Erdbeben, einem AE-Effekt, welcher durch sich bewegende Steine am Boden erkennbar ist und komplett vermieden werden sollte, die Fähigkeit Erdriss. Diese Fähigkeit tritt ein, sobald Uro wieder aus der Erde auftaucht. Beim Auftauchen schlägt er alle sich im Radius befindlichen Spieler zurück und richtet massiven Schaden an. Schaut, dass ihr hier weit auseinander steht, sodass nur wenige von Erdriss betroffen sind. Zu Erdriss kommt zusätzlich seine Fähigkeit Uro-Skarabäen beschwören hinzu, bei welcher gleichzeitig mehrere kleine Skarabäen spawnen. Diese sofort fokussen, am besten mit AOE und bei Bedarf von einem Tank AOE taunten lassen. Ab 20% geht Uro in Phase 2 über und geht in den Enrage-Modus, erhöht seine Angriffsgeschwindigkeit und erhält Zugriff auf alle seine genannten Fähigkeiten. Hier werden also neben Erdbeben überall Skarabäen spawnen. Am besten hebt ihr euch alle eure Damage-CDs für diese Phase auf. Also, fassen wir nochmal kurz zusammen, was Nico gerade erklärt hat. Nach dem Pull dreht der Main-Tank den Wurm direkt weg vom Raid. Seid euch bewusst, dass ihr als Caster hier keine Aggro erzeugen könnt, ähnlich wie auch bei Ragnaros im geschmolzenen Kern. Die Off-Tanks auf jeden Fall seitlich vom Boss aufstellen und Aggro aufbauen, da Sandstoß diese vom MT löscht. Wird der Tank also getroffen, muss der seitliche Off-Tank direkt an dessen Position. Sobald ihr als Nicht-Tank in eurem Deadly Boss Mods Addon seht, dass die Fähigkeit Feger eingesetzt wird, rennt ihr im Vorfeld weg, um nicht getroffen zu werden, anschließend aber direkt wieder hin. Jeder, der anstimmen kann, tut das sofort. Der Boss taucht nämlich ab, sollte sich für kurze Zeit kein Melee an ihm befinden, beziehungsweise nach ungefähr 1,5 bis 3 Minuten sowieso. Solltet ihr bemerken, dass er sich eingräbt, alle direkt weg von ihm und aufteilen. Allgemein bietet es sich an, den Boss von einem Feral-Druiden tanken zu lassen, da dieser nicht erst die Haltung wechseln muss, dass er chargen kann. Weicht jetzt nach dem Abtauchen dem Erdbeben am Boden aus. Die Tanks müssen nach dem Auftauchen direkt wieder an den Wurm. Das Auftauchen macht allerdings Schaden, deswegen trotzdem noch aufgeteilt bleiben. Bindet als Off-Tank die Adds an euch und tötet diese als Damage-Dealer mit AOE. Ab 20% alle Cooldowns ziehen, die ihr habt. Ab jetzt macht der Boss mehr Schaden, schlägt schneller zu, sowie Adds und Erdbeben machen euch das Leben schwer. Jetzt muss der Boss so schnell es geht wirklich sterben. Als Boss-spezifische Consumables empfehlen wir hier Naturschutztränke, da viele seiner Fähigkeiten Naturschaden machen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß bei Uro und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.